Liebe Kolleginnen, ich spreche von einer Bildungseinrichtung, die erst in der letzten Zeit vielleicht an Bedeutung gewonnen habe. Und so wie der Kollege vorher da war, ich rede über die überbetrieblichen Ausbildungsstätten. Wir haben ganz einfach das Problem im Augenblick, dass die überbetrieblichen Ausbildungsstätten über das AMS finanziert werden, dort über ein Bestbieterverfahren ausgeschrieben werden und nur der was billig und gut gleichzeitig, zumindest auf dem Papier ist, auch auf den Zug kommt. Wir nehmen die Lehrlinge auf, die in der Wirtschaft keiner will. Wir sehen zwar mit Freude, dass immer mehr bestrebt wird, mehr Lehrlinge anzustellen, aber man muss auch ganz genau hinter die Kulisse schauen und schauen, wie die Firmen selektieren. Wenn wir heute 300 Lehrlinge casten, 30 werden genommen, dann kann man sich überlegen, welche Lehrlinge genommen werden. Die anderen Lehrlinge kommen zu uns in die überbetrieblichen Ausbildungsstätten. Dort müssen sie unter Bedingungen arbeiten, die das AMS vorgibt, die was ganz einfach über ein Bestbieterverfahren ausgeschrieben wird, wo es zu Situationen kommt, wo man sagt, ihr sollt schauen, dass die Lehrlinge so schnell wie möglich wieder in einen Betrieb kommen. Oder wenn das gar nicht geht, dann sollen sie ganz einfach bei euch fertig ausgebildet werden bis zum Lehrabschluss. Aber vermitteln wir die Lehrlinge in die Betriebe, verlieren die Gruppen an Größen und der Ausbildner verliert unter Umständen seinen Arbeitsplatz. Außerdem stellt sich für mich die Frage, ist es wirklich Aufgabe des AMS, eine Erstausbildung durchzuführen? Oder würden diese Maßnahmen nicht in ein Bildungsministerium gehören? Weil ich habe ja auch KHTL, was eine Berufsausbildung ist, was bei einem AMS angesiedelt ist. Für mich stellt sich die Frage, ob diese Gelder, die wir über die Arbeitslosenversicherung einzahlen, für diese Maßnahmen gerechtfertigt sind oder ob ich Ausbildung für Jugendliche, die einen Beruf ergreifen, die in einer ganz schwierigen Situation aufgewachsen sind, die was im Normalfall schon in ihrer Bildungslandschaft benachteiligt worden sind, weil sie kein gut geführtes Elternhaus haben, weil unter Umständen ganz einfach die Geldmittel nicht vorhanden waren, um Nachhilfe zu geben, die heute mit einem Pflichtschulabschluss dastehen, das sie gerade noch geschafft haben. Die stecke dann in einer Maßnahme, wo es wieder nur ums Geld geht, wo weder die Ressourcen, der Platz noch das Anrecht von den Lehrlingen dasteht, noch besser ausgebildet zu werden. Wir loben in Österreich oft unsere Facharbeiterausbildung. Ja, dann bitte ich doch darum, es zu unterstützen, dass Lehrlinge, die was eh schon einen benachteiligten Lebensumstand gehabt haben, genau in ihren Facharbeiterberuf hochqualifiziert ausgebildet werden, die was dort Bildung erlangen, die die digitale Zukunft verlangt und anschließend ihren Beitrag in der sozialen Gesellschaft leisten. Danke.